Neues Kundencenter der Salzburger AG am Gebirgsiegerplatz stellt sich vor. Wir machen mit Ihnen und der Vorteilswelt der Salzburger AG einen Ausflug auf den Geisterberg und wir stellen Ihnen die neue E-Mobilitäts-App der Salzburger AG vor. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen. Gleich zu Beginn der Sendung machen wir mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des neuen Salzburger Kundencenters am Gebirgsjägerplatz 10 in der Stadt Salzburg. In kürzester Zeit haben wir dort für Sie eine hochmoderne Anlaufstelle eröffnet. Auf 200 Quadratmeter Fläche entstand in nur 2 Monaten Umbauzeit das neue Kundencenter der Salzburger AG. Die Service-Anlaufstelle am Gebirgsjägerplatz ist zentral gelegen und gut erreichbar. Die neuen Räumlichkeiten verfügen über 3 Schalter, abgetrennte Bereiche für Einzelberatungen und einen großzügigen Wartebereich für Besucherinnen und Besucher. Der Gebirgsjägerplatz 10 hat uns durch den zentralen Standort überzeugt. Dieser Standort ist für unsere Kunden noch besser erreichbar und unser Kundencenter steht hier von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag bis 14 Uhr zur Verfügung. Die Zusammenlegung des Kundencenters, der Service Line, dem Backoffice und des Beschwerdemanagements an einem Ort vereinfacht interne Abläufe. Somit kann die Wartezeit bei vermehrten Kundenanfragen künftig noch mehr verringert werden. Durch das großzügige Platzangebot wird die Privatsphäre der Gäste im persönlichen Gespräch gewahrt. Das neue Kundencenter zeigt die Vielfältigkeit der Salzburger AG. Hier neben dem Heizkraftwerk Mitte, genau gesagt im Uwe Mitte, haben wir binnen 2 Monaten ein hochmodernes Kundencenter gebaut. Die Herausforderung war, dass wir ein Kundencenter bauen, das sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern gefällt. Das wahnsinnig Schöne ist, wenn unsere Kunden jetzt reinkommen, die wirklich freudestrahlend sagen, wie schön, dass das neue Büro ist. Ihnen gefällt der Wartebereich gut, das helle, die Einrichtung generell und auch das Farbenspiel, wie es eingerichtet worden ist, kommt wirklich sehr gut an. Das Kundencenter der Salzburger AG ist erste Anlaufstelle für Fragen rund um die breite Produktpalette der Salzburger AG. Auch hier wird einmal mehr deutlich, dass sich die Digitalisierung und die Regionalität gut vereinbaren lassen. Wenn wir am Schalter unsere Lichter ausschalten, ist natürlich nicht finster für unsere Kunden, sondern sie haben die Möglichkeit, unsere 24-Stunden-Hotline zu nutzen, uns eine WhatsApp zu schicken. Wir sind auch jederzeit per Mail erreichbar. Seit dem Juli gibt es auch noch neue Öffnungszeiten im Service Center Verkehr Alpenstraße. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr für Sie erreichbar. Das neue Kundencenter der Salzburger AG befindet sich am Gebirgsjägerplatz 10 in der Stadt Salzburg, wie erwähnt. Und wenn Sie Zahnproduktkombi-Kunde der Salzburger sind, dann können Sie die Vorteilswelt-App der Salzburger jederzeit kostenlos nutzen. Derzeit gibt es 1+1 Angebote für den Geisterberg und Grafenberg in Pongau. Birgit Fuchsberger war für uns dort. Wir sind heute da im Snowspace Salzburg und probieren die 2 Angebote aus der Salzburger Vorteilswelt-App aus. 1+1 gratis Tagesticket am Geisterberg und 1+1 gratis Tagesticket am Grafenberg in Wagrain. Und wenn wir schon dabei sind, die Vorteilswelt-App der Salzburger AG präsentiert sich im neuen Design. Es gibt größere Kacheln, die Sortier- und Filterbutton sind übersichtlicher dargestellt. Man kann jetzt auch an Gewinnspielen teilnehmen. Zum Beispiel haben wir gerade Gewinnspiel Bier in deinem Wolfgangsee. Ganz einfach, ja, ich möchte teilnehmen, auf Teilnehmen klicken. Und fertig. Und schon ist man dabei. Man hat auch die Möglichkeit, dass man Gutscheine verschenkt. Zum Beispiel verschenke ich jetzt die 24-Stunden-Karte. Verschenken. Ganz einfach per E-Mail, SMS oder WhatsApp. Mit der Gondel geht es von St. Johann Alpendorf hinauf auf den Geisterberg. Und oben angekommen, kann man dann gleich den wunderbaren Ausblick auf die Alpen genießen. So, jetzt sind wir angekommen, da herum auf 1575 Meter am Geisterberg im Snowspace Salzburg und schauen einmal, was heute so zu machen gibt. Versprochen, einiges, wenn man sich die Karte so ansieht. Uns führt es aber gleich zum großen Teich, über den schon Hermann Mayer für Werbeaufnahmen gefahren ist. Aber das ist noch nicht alles. Es ist so cool da, ich mag gar nicht mehr heim. Musik
Das war's vom Geisterberg im Snowspace Salzburg mit der Salzburger Vorteilswelt. Und jetzt geht's weiter zum Wagreinis Grafenberg. Dazu nehmen wir die Gondel vom Wagrein aus auf den Grafenberg. Hier präsentiert sich die Natur- und Bergerlebniswelt für die ganze Familie von seiner besten Seite. Das ist übrigens der Wagreini, das Maskottchen vom Grafenberg, und der führt uns jetzt den Berg herum. Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende angelangt. Das war unser erlebnisreicher Tag am Geisterberg und Grafenberg im Snowspace Salzburg. Wie man sieht, ein Paradies für Kinder und das perfekte Ferienprogramm. Also gleich Zusammenkunde werden, Vorteilswelt-App downloaden und die Angebote einlösen. Schaut nach Spaß aus. In 3 Schritten Teil der Energiewende zu werden, ist mit der Salzburger Sonnendach-Aktion möglich. Dabei kümmern wir uns um alles inklusive der Förderung. Und was man dabei beachten soll, nämlich bei der Planung, das verraten wir Ihnen jetzt. Bei der Planung beim Bau ist zu achten, zuerst der Standort. Dieser ist unveränderbar und natürlich möglichst keine Beschattung. Außerdem Südorientierung mit 35 Grad Neigungswinkel bringt am meisten Energieertrag, aber auch Ost-West ist in Ordnung. Weiters sollte die Anlage nicht zu groß sein, damit möglichst viel Strom im Haus verbraucht wird. Und wichtig, bereits in der Planung, die Behördengänge bedenken. Bewilligungen sind teilweise nötig und auch den Netzbetreiber informieren, dass eine Anlage angeschlossen wird. Sollten Sie noch ein Ferienprogramm für sich und Ihre Kinder suchen, dann können wir Ihnen vielleicht eine Dampfzugfahrt im Pinzgau empfehlen, eine Wanderung mit der Festungsbahn und Mönchsbergaufzug über den Salzburger Stadtberg oder eine Schifffahrt am Wolfgangsee. Unser Ausflug beginnt in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo Sie bequem mit der Wolfgangsee-Schifffahrt alle Stationen rund um den See anfahren können. So können Sie nach einer kurzen Überfahrt St. Wolfgang und beispielsweise das berühmte Weiße Rössel besichtigen. Oder Sie fahren gemeinsam mit Freunden oder Familie auf den Schafberg. Direkt von der Anlegestelle St. Wolfgang-Schafbergbahn können Sie mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs auf den Berg fahren. Die Fahrt ist imposant, außerdem genießen Sie einen traumhaft schönen Ausblick über den Wolfgangsee. Sie haben nun 2 Möglichkeiten. Einerseits können Sie bei der Haltestelle Schafbergalm aussteigen, um auf die Spitze zu wandern. Andererseits können Sie gemütlich bis zur Bergstation auf 1732 Metern Seehöhe fahren. Von dort führt ein kurzer Weg bis zum Hotel Schafbergspitze, übrigens das älteste Berghotel Österreichs. Hier haben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf den Wolfgangsee, Mondsee, Attersee und Traunsee und einen herrlichen Rundblick von Böhmerwald bis zu den Alpen. Zurück bei der Schiffsanlegestelle können Sie noch den ganzen See von St. Wolfgang über Strobel, Fürberg bis zurück nach St. Gilgen abfahren. Natürlich können Sie jederzeit aussteigen, die Orte besichtigen und mit einem Anschlussschiff weiterfahren. Das Ende unserer Rundreise ist wieder in St. Gilgen. Alle Informationen zu Wanderungen sowie die Betriebszeiten der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn finden Sie im Internet. www.schafbergbahn.at. Wir machen jetzt einen Blick zur E-Mobilität. Die Ladeinfrastruktur für öffentliches Laden in Salzburg kommt ja von der Salzburger AG und seit heuer gibt es eine neue App dazu für mehr Transparenz und Service beim Laden des Autos. Hallo, mein Name ist Peter Berger, bin von der Salzburger AG und ich würde euch heute gerne die neue App vorstellen von uns. Die Stromladen-App, mit der man Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen starten kann und bezahlen kann. Los geht's! So, wir waren jetzt eine Zeit unterwegs und werden uns jetzt eine Ladestation suchen zum Laden. Das können wir machen entweder über die App am Handy vorab oder unterwegs im Auto direkt über das Navigationssystem vom Auto. Wir sind jetzt an der Ladestation der Salzburger AG und werden jetzt den Ladevorgang mit der App starten. So, und wir starten jetzt den Ladevorgang. Um den Ladevorgang zu starten, können wir entweder im Stationsfinder oder in der Stationsliste die Ladestation auswählen oder direkt den QR-Code am Ladepunkt abscannen. Wenn der richtige Ladepunkt ausgewählt ist, dann sieht man direkt in der App die Preise, was der Ladevorgang kosten wird.
Ein Klick auf Start genügt und der Ladevorgang startet. Die Abrechnung erfolgt minutengenau und kann entweder direkt über die App oder am Fahrzeug beendet werden. So, ich wünsche viel Spaß mit der App Stromladen. Sie ist für Android und iOS in die App Stores verfügbar. Das war das Salzburger G-Magazin. Alle Beiträge finden Sie übrigens auch auf unserer Website bzw. im YouTube-Kanal der Salzburger G.